Hallo, Hallöle, wieder in der Beantown Brauerei. Ja, und wir durchsuchen hier unten mal eben erstmal ein bisschen den Bereich und sammeln tolle Sachen ein. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Okay, was ist hier? Ein Filzhut, braucht kein Mensch. Den Süßkuchen nehmen wir mal mit, den können wir bestimmt futtern. Tja, und den Teddybär haben wir schon einen. Okay, dann auf der anderen Seite schnell gucken, ist auch nix. So, dann gucken wir mal hier oben. Ah ja, das ist auf der anderen Seite. Den haben wir schon erledigt gehabt. Okay. Hier irgendwas hinter. Ich bin ja immer ein bisschen scharf auf diese Zeitungen und so. Und die liegen halt einfach irgendwo auf dem Boden verteilt. Und deswegen suche ich gerne alles ab. Ah ja, hier. Sehr schön. Oder auch nicht. Weil nichts Sinnvolles. Commonwealth will ich nicht hin. Abgenutztes Klemmbrett, das brauche ich doch alles nicht. So was. Alles sinnloser Scheiß. Genau, benutzt deinen Kopf, um einen Helm zu tragen. Eine tolle Idee. So, wo komme ich hier oben hin? Da komme ich dahin, wo ich eigentlich hin will. Sehr schön. Hier natürlich nicht, sondern da. Ah ja. Wenn das mal nicht der gefangene Kollege Dingens ist. Picket Fences. Solche Bingo. Zeitung meine ich. So, ich kann jetzt Lattenzäune in Siedlungswerkstätten bauen. Konnte ich das nicht vorher auch schon? Na, jetzt kann ich es auf jeden Fall. So, die Kronkorken nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit, denn unsere scheint besser oder wenigstens gleichwertig zu sein. Waffenwerkbank ist auch egal. So, Tom der Turm. Nehmen wir. Lederrüstung, Harnisch, Bein verkleidet, Blei verkleidet. Nehmen wir mal mit und dann gucke ich mal kurz, ob die wirklich besser ist. Ich glaube es ja eher nicht so. Blei verkleidet, Lederrüstung, Harnisch. Ach so. Nee, nur gegen Strahlung und so. Behalten wir trotzdem mal. Irgendwann brauchen wir sicherlich auch Strahlungsrüstung. Oder Antistrahlungsrüstung, so. Safe entsperren, Experte. Ups. Das war die erste Haarklammer, aber wir haben ja reichlich. Da bewegt sich schon mal was. So, gar kein Problem. Geschafft. Ja, Patronen nehmen wir mit, die Pistole nicht, aber das nehmen wir alles. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Aber gerne doch. Gibt es noch mehr von denen? Werden sie wieder hinter dir her sein? Nein, nein. Das war ihre große Chance. Du hast sie erledigt. Diese Idioten haben Kronkorken und Cams einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Und Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Tjo, Travis, hallo, wir wollen noch reden. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Tja, das freut mich. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Du hast dich echt ganz schön gemacht, Kumpel. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Jo. Alter, kein Problem, habe ich gerne gemacht. Und ich hätte echt gedacht, dass die Bobrov-Brüder den irgendwie hinters Licht führen wollen. Naja. So, das Gwinnett-Baurezept. Das nehmen wir mal mit. Und das Terminal von Tom den Turm schauen wir uns auch mal an hier. Vorausgesetzt natürlich, ich krieg das geknackt.
Da sind wir mal gespannt. Probieren wir einfach mal Haie. Einen getroffen. Also huge könnte es sein. Nee, könnte es nicht sein. Held könnte es sein. Drei Treffer. Wow. Okay. Head könnte es sein. Muss es eigentlich sein. Bin drin. Jawohl. Probleme. Die Crew wird langsam nervös. Haben noch eine Menge Bier. Aber das Essen wird langsam knapp. Habe Sparta und ihre Crew aus dem AADTSL. Ja, das ist bestimmt eine ganz neue DSL-Art. Tja, wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen müssen. Ja. Hab Scheiße gebaut. Die Crew wird langsam nervös. Achso, nee, das hatten wir doch gerade. Warte mal, machen wir es halt mal mit der Tastatur. So, hab Scheiße gebaut. Das Lager zu stürmen, haben sie versucht. Ja. Okay, also der scheint schiefgegangen zu sein, der Angriff. In dem Lager sitzen Lily, Red und ihre Crew. Hm. Scheiße, das ist Lily. Die Schlampe würde ich überall wiedererkennen. Okay. Die haben also eine Geißel genommen. Und Red, die Schwester, ich meine der Bruder von Lily, musste jetzt mal einen Handel eingehen und hat das offensichtlich auch getan. Tja, okay. Ne, doch die Schwester. Ich verarsche sie nur, aber ein Brief von der kleinen Schwester braucht schon eine Klarheit. Die haben also Nahrung gekriegt und wollen noch Corvego oder DB-Tech angreifen. Scheiße, wie konnten sie entkommen? Ist sie abgehauen? Na, super. Ja. Dann haben wir die leider erschossen, die Geisel. Idioten. So, Problem ist gelöst. Dann gab es eine Karawane. Lily ist in einem der Fässer. Okay. Von Bierfässern. Und das ist ja ekelhaft. Tja, er brauchte Stifte, um mehr zu schreiben. Und dann ging es ab nach Corvega, oder was? Jemand hat Jared ausgeschaltet. Ich war's. Tja. Und jetzt bin ich auch hier gewesen und hab euch angegriffen. Wenn du willst, dass ich... Oh, hast du schon erledigt? Ja, habe ich schon erledigt. Und ja, das hat ein paar ganz interessante Infos gebracht. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier reingehen sollte, weil das fährt bestimmt nur nach unten. Und wenn das jetzt hier eine 1000 Jahre lange Aufzugfahrt wird, dann dreh ich ab. Nee, geht noch. Genau, da war die Waffenstütze. So, dann war es das ja schon hier in der Brauerei, oder? Haben wir hier noch eine andere Aufgabe? Wir hatten noch zwei Aufgaben hier. Tja, offensichtlich. Das war's. Okay, dann können wir hier raus. Ich denke zwar, dass ich noch eine Menge Sachen übersehen habe, aber naja. Warte mal, wir wollten da lang und dann gehe ich da hinten mal raus. Nicht da, wo wir reingekommen sind. Hier war doch auch noch immer eine Tür. Hier. Okay, dann machen wir uns die Tür mal auf. Ja, das war wieder die nächste Haarklammer. Ah, so in etwa. Na, so. Jawohl. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Tja, wo sind wir denn jetzt? Ach, Rückseite von der ganzen Geschichte hier. Nett. Gabelstapler. Die sind so cool vom Design her, diese Maschinen, ne? Im LKW irgendwas Cooles? Nicht wirklich. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt mal zur Oberlandstation. Wo war das denn?
Cool ist verschwunden. Dr. Amari sprechen. Stählerne Schatten. Irgendwo war doch was mit der Oberlandstadt. Da. Ach so. Mit Preston Garvey soll ich sprechen. Na gut, dann nicht. Sprich mit Dr. Amari. Melde dich bei... So, da gehen wir jetzt mal hin. Und bei dem Cambridge, da sollte ja eigentlich auch Palani Dance rumhängen. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Die Oberlandstation. Und das ist am Arsch der Heide, oder? Da sind wir. Da ist die Oberlandstation. Nee, gar nicht mal. Kehre zum Polizeirevier Cambridge zurück. So gleich in der Nähe. Machen wir. Hallo Travis. Na, alles cool? Ey, Vadim. Alte Säge. Auch alles cool. Aber dich haben wir rausgehauen hier. Diese Richtung. Oh nein, und da muss ich genau über den Fluss oder wie oder was? Ich werde bekloppt. Ah, jetzt ist ja die Frage, schwimme ich? Glaub nicht, weil da ist nämlich eine Brücke. Nehme ich die doch lieber, bevor ich mich hier noch selbst verstrahle. So, ich muss jetzt echt nur aufpassen, dass ich nicht wieder mal... Na, wer seid ihr denn? Raider-Ödländer. Raider-Psycho. Und noch ein Raider-Psycho. Moment mal. Dann mache ich mal Folgendes. Hole ich mir erstmal das Scharfschützengewehr raus. Wo ist es denn? Achso, bei Waffen natürlich. Ist ja klar. Mensch, sag doch mal was. So. Und dann... Da auf dem Kopf. Auf dem Torso. Da auch, weil die... Achso. Naja, ich habe nicht genug... Attack Power. Lass ich die mal kurz mal aufladen. Da haben wir nämlich schon mal ein bisschen was erledigt hier. So. Habe ich denn die größten Trefferchancen da? Ja, komm, machen wir zwei drauf. Das war's auch. Na gut, dann haben wir wenigstens schon mal einen von denen beseitigt. Zack. Und zack. Und das hat ja sehr gut geklappt. Nein! Die immer mit ihrem Zeug zum Werfen. Ich werde doch wahnsinnig. Da habe ich immer noch nicht genug Power wieder. So, auf den Kopf. Und nochmal auf den Kopf. Und wer kommt da noch angelaufen? Da kam doch eben irgendjemand. Naja. So, weg. Oh Mist, ich dachte, das wäre der mit so wenig Leben. Deswegen habe ich nicht genau gezielt. So, auf den Kopf. Und für dich... Na, hat Valentine das schon erledigt. Der Nick. Der Gute. Ich nehme mal Kelloggs Pistole. Mal gucken, wie die so ist. Oh, das Molly nehmen wir auf jeden Fall mit. Patronen. Ach. Okay. Kampfgewehr. Auch mal checken. Und das checken wir auch mal, weil es eine Sturmgasmaske. Okay, das brauchen wir nicht. Patronen nehmen wir mit. Schweizer Brille möchte ich auch mal mitnehmen. Nur einfach, weil ich es kann. So, das waren drei, ne? Oder waren das sogar vier? Weiß es gar nicht genau. Aber auch Schnuppe, weil wir gehen jetzt weiter Richtung Polizeirevier Cambridge. Und so lief ich durch die Heide. Durch Gegenden, die ich normalerweise meide. Hat ja auch mal einer gemacht, ne? Oder ist einer bei, wie auch immer. Jedenfalls gelesen, dass einer halt mal einfach stumpf in Sanctuary geblieben ist und da halt mal einfach sein Leben lebt. Was ich übrigens in Wirklichkeit wahrscheinlich auch tun würde. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, so, da sind wir wieder. Ist, wird niemand den Ort angreifen. Ja, die Frage, können wir hier eigentlich...
Ne, hier können wir nichts aufbauen. Okay. Und hier gibt es auch nichts Interessantes oben. Also quatschen wir jetzt mal mit... Ne, mit dem nicht. Obergelehrter. Hey. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Und dafür stehst du extra auf. Hm. Na gut, wie dem auch sei, wir gehen hinein. Ins Polizeirevier Cambridge. Paladin Dads, schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja, was erwartest du denn dann? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du würdest meinem Kommando unterstehen. Und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Also, was sagst du? Ich weiß nicht. Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Weil ich mag meine Söldnerarbeit doch eigentlich. Nimm das, was Ritter Rice sagt, nicht persönlich. So ist er zu jedem. Und hier ist irgendwo, haben wir doch hier eine ganze Menge Klumpatsch gelagert. Ich weiß überhaupt nicht mehr wo. Ist in irgendeinem dieser Schränke. Schreibtisch? Nee. Also irgendwo weiß ich sicher, dass wir hier eine Menge Zeug gelagert hatten. Irgendeinem der Schränke. Tja. Das nehmen wir mal mit. Oh, und warte mal. Wo denn? Da. Das nehmen wir auch mal mit. Ich weiß doch, dass wir hier was gelagert hatten. Nur weiß ich nicht mehr wo. Ja, weiß ich nicht mehr wo. Hm. Ja, gut, ist ja... Oh. Oh. Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Ja. Genau das hatte ich vor. Dimpack. Eine Lupe nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir mit. Red Axe nehmen wir mit. Geilo. War das letzte Mal auch schon alles hier? Was? Operation Winters Ende. Ja, was auch immer das sein mag. Oh, Kronkorkenvorrat, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Puff Out, Jet, Mentats, Mentats, Jet. Nice. Also hier gibt es ja richtig was zu holen. Hm. Da auch noch was? Eichhörnchen am Stiel. Lecker. Und hier ist ein Terminal. Das entsperren wir uns mal kurz. Ja, ja, Versuche übrig. So, Nock. Kein Treffer. Okay. Ja, dann könnte Butch das ja sein. Ein Treffer. Super. Also. Das kann es nicht sein. Rigid. Könnte es sein, aber. Nee, könnte es nicht sein. Cells. Könnte es auch nicht sein. 60. Könnte es sein. Nee, könnte es nicht sein. Flask. Ne. Ich brauche einen dritter Busch. Achso, nee. Sag mal, brauche ich nicht. Sonic. Könnte es nicht sein. Typed. Könnte es nicht sein. Steel. Würde ja zur Bruderschaft passen, aber... Nein, kann es nicht sein. Tough. Könnte es sein.
Nein. Also das Haar hinten, das ist nicht Rocky. Nein, Perry. Das könnte es auch noch sein. Das muss es sein. Wie schön. Jawohl. Tja, dann hören wir mal. Ja, was auch immer. Ups. Nein, ich war doch noch nicht fertig. So, Aufzeichnung. Trink in der Öffentlichkeit. In den Abfall geworfen. Ja. Holoband. Ah ja. Ach so. Moment mal. AATTSL, das war doch vorhin. Was heißt denn? Wenn es da mal nicht um einen. Ich weiß nicht, ist das. Ja, ja. Stellspalte, Heimreaktoren. Cool. Ja. Asservatenkammer, da müssten wir vielleicht mal hin, wa? Das wäre cool. Dann, warte mal, hier ist der Eingang. Gehen wir hier mal nach unten. Zur Asservatenkammer hoffe ich doch, dass die hier unten irgendwo sein wird. Klebeband, Lötlampe. Das brauchen wir alles nicht. Der Schrank ist auch leer. Wagenheber, Zeugs. Fuhrpark. Tja, dann gehen wir mal zum Fuhrpark. Jetzt da ja auch irgendwo die Asservatenkammer. Und ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, was im Fuhrpark ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und sag mal ciao, ciao.